Ah, egal. Ich okay. Das erste Vapiano haben wir mitten in der Innenstadt gegründet. Das ist Hohe Bleichen. Das ist Große Bleichen, Binnenalster, also ganz zentral. Es ist mittlerweile so, wenn Sie Taxifahrer fragen, die wissen es sogar mittlerweile. Das ist auch ein gutes Indiz, dass man es geschafft hat, an einem gewissen Standort auch eine Straße, die vorher fast unbekannt war, zu beleben damit. Und da direkt daneben, also wirklich 5 Meter daneben, mache ich jetzt gerade das neue Konzept Hamtai. Ja, Nähe Binnenalster, also ganz zentral in Hamburg. Kann ich aber gerne, meine Adresse ist wirklich sicherlich irgendwo zu bekommen, kann ich auch gerne noch zusenden als E-Mail. Bitte. Das erste Restaurant zu gründen? Das erste Restaurant, das fand ich das schön an den Charts eben, vergessen Sie den ersten Businessplan, vergessen Sie den zweiten, vergessen Sie den dritten und gucken Sie, dass Sie irgendwie über die Runden kommen. Businesspläne geben dann gerade, wenn es eben auch so losgeht, nie das wieder, was man nachher wirklich erlebt oder selten. Wir hatten ursprünglich geplant, mit 500.000 Euro an den Start zu gehen. Am Ende des Tages waren es dann 900.000. Und da ist es eben ganz wichtig bei einer Neugründung, dass man von vornherein schaut, dass man Partner hat, wo man auch eine sichere Zusicherung hat, dass die mitziehen. Also gerade wenn Sie als Gründer nicht gelootet werden wollen, nach 3 Wochen oder rausgeschmissen werden wollen, nach Motto, vielen Dank, das Konzept haben wir jetzt, brauchen wir die Gründer nicht mehr, dann gute Verträge mit seinen Partnern machen und auch wissen, dass die Partner noch nachschießen können. Weil gerade bei einer Neugründung ist da ein großes Risikopotenzial drin. Heute rechnen wir pro Laden entweder pro Quadratmeter on average 2.000 bis 2.200 Euro. Einfach so eine pauschale Zahl, wenn Sie sich ein Objekt nähern und schauen sich die Frequenzzahlen an am Standort und wollen einfach ein Gefühl dafür bekommen, was ist notwendig an Invest. Dann geht man hin, hat einen Laden in Frankfurt angeboten bekommen mit 800 Quadratmetern, dann weiß man recht schnell, man hat irgendwo 1,6 Millionen Euro, die man abgesichert haben sollte. Wenn es nachher nur 1,4 werden, schön. Man sollte aber auch dort bei der Gastronomie gerade immer mit mindestens 10-15% mehr Geld am Start gehen, auf an Average, also 2.000 pro Quadratmeter kann man rechnen. Zwei Fragen. Ja. Erstens ist ja, wenn Sie einkaufen gehen für den Lebensmittel und so, führen Sie auch Just-in-Time-Management? In dem neuen Konzept versuchen wir uns gerade an Kanban ranzuarbeiten, altes Konzept von Toyota. Wir versuchen es jetzt ein bisschen mit moderner Technik, ohne kleine Kärtchen an den einzelnen Bereichen zu haben, uns ranzuarbeiten. Aber im Endeffekt versuchen wir es momentan mehr und mehr durch reine lokale Beschaffung. Also wir bauen die Läden jetzt so aus, also gerade bei Tamtai ist das Plan, die nächste hoffentlich dann erfolgreiche Gründung, dass wir nie wieder zentrale Logistik haben wollen. Also wir brauchen keinen in Duisburg, der Brötchen backt, soll es irgendeinen Hamburgerladen geben, der das tut. Wir brauchen niemanden, der irgendwo in weit verzweigt was produziert, sondern jeder Laden in sich ist eine Produktionsstätte und Local Sourcing, weil die Preise sind heute so, wenn Sie sie lokal verhandeln, sie sind schneller, höhere Reaktionsgeschwindigkeit und meistens auch so, dass Sie damit eben auch Ihre Kalkulationen darstellen können. Jetzt nur noch zweite Frage. Wissen Sie vielleicht, was die Mitarbeiter-Turnout ist? Also wie lange bleiben Sie im Durchschnitt? Wie lange bleiben die Mitarbeiter? Wie lange sind Sie bei uns angestellt? Arbeiten, ja. Also diese Fluktuation? Ja. Okay. Ich habe am Anfang gedacht, ich bin der schrecklichste Mensch der Welt, weil ich hatte nach 3 Monaten nur noch einen einzigen Mitarbeiter, der vom ersten Tag an dabei war. Und ich habe das wirklich die Schuld bei mir gesucht und dachte, naja, der Fisch stinkt immer vom Kopf, dann bin das wahrscheinlich ich und so weiter. Dann habe ich irgendwann mal durch Zufall den Hoteldirektor von der MS Bremen getroffen, so ein Hotelschiff. Er sagte, wieso, von den 700 Leuten, die mit mir angefangen haben, bin ich der Einzige nach einem Jahr, der noch dabei ist. In der Gastronomie ist es so wie auf dem Segelschiff. Die haben verschiedene Positionen und sie müssen immer wieder Leute draufsetzen. Immer wieder, wie beim Fußballteam, gerade ganz aktuell. Sie müssen immer wieder irgendwo auf eine Position jemanden draufsetzen und gucken, spielt er im Team mit und spielt er seine Position perfekt. Und es geht nur durch rein, raus, rein, raus. Das heißt, jeder Lohnbuchhalter, das war für mich eine Schockerfahrung am Anfang, der erste hat mir die Freundschaft gekündigt nach 2 Wochen, hat gesagt, es geht ja gar nicht, Sie können doch nicht ständig Leute rausschmeißen und wieder neu einstellen, da kommen wir gar nicht hinterher. Also Sie haben einen unheimlichen Durchsatz. Und erst nach einem Jahr kristallisiert sich so 4-5 Säulen raus. Wir nennen es bei uns die Viererkette. In der Vorbereitung, in der Küche, in der Bar und an der Kasse. Wenn Sie die 4 Säulen haben und da möglichst noch einen Ersatzmann, dann können Sie relativ sicher sowas machen, was ich heute mache, dass ich, obwohl da oben die Hütte brennt in Hamburg, kann ich mir jetzt den Luxus erlauben, hier zu stehen, weil sie eben Säulen haben, auf die sie aufbauen können. Aber die Fluktuation ist brutal. Und Loyalität mit dem Unternehmen gibt's null. Sie können diese ganzen Marketinggeschichten können Sie völlig vergessen mit Philosophie und glaubt doch an das gemeinsame Ziel. Das geht ganz einfach. Der gibt mir drüben 50 Cent mehr, gibst du es mir auch, ja oder nein?
Nein? Okay, tschüss. Umgekehrt kann man es aber teilweise genauso machen, innerhalb von befristeten Arbeitsverträgen. Es ist wirklich sehr schwer, da bei den normalen Mitarbeitern irgendwas von Firmenphilosophie, Firmenloyalität aufzubauen. Das können sie nur über das Management. Und das ist das, was man, um für die mal eine Lanze zu sprechen, gar nicht hoch genug einschätzen kann. Also Leute, die jeden Tag ein Restaurant für sie als Gäste aufmachen, das ist unglaublich, was diese Leute leisten. Für einen Stundenlohn, der liegt vielleicht brutto so bei 10 Euro. Und das sind aber Wochenstunden, die gehen weit über 70, 80 Stunden hinaus, was ein richtiger Betriebsleiter zu leisten hat. Das ist schon ein ziemlich harter Job.